Hallo zusammen, mein Name ist Jochen von CrossFit Passau und ich stelle euch heute das Workout des Tages vor. Das Workout des Tages habe ich mir abgeguckt bei CrossFit Düsseldorf. Insofern vielen Dank für die Inspiration von CrossFit Düsseldorf. Ich habe das selber dort tun können. Es ist nur leicht abgewandelt. Es ist ein Workout auf Zeit mit einem Timecap von 20 Minuten und wir machen einen Buy-in mit 100 Mountain Climber. Normale Mountain Climber, das heißt Knie geht zum Ellbogen, jede Wiederholung zählt, 100 Stück. Danach machen wir 25 Thruster mit einer Dumbbell oder Kettlebell und 50 Sit-Ups. Nach dieser Runde machen wir 5 Burpee-Komplexe. Dann kommt die nächste Runde, wir machen 20 Thruster und 40 Sit-Ups, 5 Burpee-Komplexe, 15 Thruster, 30 Sit-Ups, 5 Burpee-Komplexe, 10 Thruster, 20 Sit-Ups, 5 Burpee-Komplexe und 5 Thruster und 10 Sit-Ups und zum Schluss nochmal 5 Burpee-Komplexe. Ich habe für den Spaß, ich glaube, 15 Minuten noch was gebraucht, also knapp unter 16 Minuten. Ihr seht also, Timecap von 20 Minuten sollte gut machbar sein. Ich habe einen 22,5er Dumbbell genommen und kann euch empfehlen, ich habe alle 5 Wiederholungen den Arm gewechselt, ganz einfach. Das hat sich ganz gut gemacht und so konnte ich jede Runde einfach durchmachen bei den Thruster. Weil die Sit-Ups sind wieder so ein bisschen zum Regenerieren, da kann man wieder ein bisschen Luft holen, bevor man dann wieder in die Burpee-Komplexe einsteigt, wo der Puls dann wieder hochgeht. Genau. Gewichte wie immer 22,5 bzw. 15 Kilo Dumbbells und 24 zu 16 Kilo Kettlebells. Wenn wir jetzt eine Langhantel nehmen, kann man eine Thruster natürlich auch machen. Würde ich tendenziell etwas leichter empfehlen als das Fremdgewicht, also eher 35 zu 25 Kilo. Ja, weil ansonsten, glaube ich, wird es sogar für uns Otto-Normalverbraucher zumindest. Dann wünsche ich euch viel Spaß, haut's ordentlich rein und gebt's Gas. Euer Jochen.